weniger. I think for a lot of you, it is perhaps like for me, a reminder. Für viele von euch ist der Amiga genau wie für mich vielleicht eine Erinnerung an eure Jugend. Vielleicht war euer erster Computer ein Amiga. Ja, ein paar von euch sind vielleicht noch ein bisschen zu jung dafür. That's a nice thing about Congress. Aber das Schöne am Kongress ist ja auch, dass es hier so einen schönen Mix an Themen gibt. Und deswegen kriegen wir jetzt heute eine schöne Einführung in das Hardware-Design des Amigas und wie man ihn programmieren konnte. Und ich kann jetzt schon einen ganz kleinen Spoiler euch verraten. Man hat es nicht in Java programmiert. Also begrüßt jetzt Rara mit einer Runde Applaus. Okay, welcome everybody from my side. Thank you for ja, auch von mir willkommen. Danke für die Einführung. Und willkommen zu meinem Vintage-Talk hier. Also wir werden heute über etwas reden, was vor ungefähr 30 Jahren stattgefunden hat. Es war in der Tat ein bisschen schwierig für mich, das alles vorzubereiten, denn Mitte der 80er habe ich vieles über den Amiga gewusst und wie man ihn programmiert, aber im Laufe der Jahre habe ich mehr oder weniger alles vergessen. Vor 5 Jahren gab es einen Talk, vor ungefähr fünf Jahren gab es einen Talk hier über den C64 und naja, das weiß wahrscheinlich auch jeder hier drin. Es war ein toller Talk und das war für mich die Inspiration, einen Talk über den Amiga zu machen. Es hat allerdings eine Weile gedauert, um das alles zusammenzubekommen hier. Und so fing das Ganze also an. Es war also, wie gesagt, vor ungefähr 30 Jahren. Und ich denke mal, so ungefähr die Hälfte von euch sind wahrscheinlich hier, weil sie damals einen Amiga hatten. Also bitte mal die Hände heben, alle, die einen Amiga hatten. Ja, das sind mindestens 50%. Die anderen 50% sind vielleicht hier, um ein bisschen was über die Geschichte zu lernen. Vielleicht wart ihr damals noch gar nicht geboren. Es fing also auf meinem Dachboden an. Ihr könnt dann sehen, das Ganze ist ziemlich verstaubt hier und ich habe da also gewühlt, ob ich da noch ein bisschen Hardware und Software finde und irgend noch andere Sachen über den Computer. Und was ich habe einiges gefunden, dafür kann ich hauptsächlich meinen Brüdern danken, die mich mit Computern versorgt haben, hauptsächlich einen Amiga 500 und einen Amiga 1000. Mein eigener hat leider nicht mehr funktioniert. Ich habe ihn noch, aber er funktioniert leider nicht mehr. Aber bevor wir jetzt in die Details gehen, will ich euch noch was zeigen. Ich habe hier den berühmten Amiga-Emulator. Der heißt UAE. Manche Leute nennen das den Unix-Amiga-Emulator, aber der Ursprungsname bedeutete unusable, also unbenutzbarer Amiga-Emulator. Warum unbenutzbar? Naja, die Hardware des Amigas, die war so schnell und so stark, dass Mitte der 90er es einfach nicht möglich war, den Amiga auf irgendeiner anderen Plattform zu emulieren. Und selbst auf meinem Computer hier funktioniert es nicht übermäßig gut, aber gut. Das ist also ein Stück Software hier, was ich geschrieben habe, ungefähr 1990. Es braucht eine Weile, um hochzufahren. Es ist nämlich ein emuliertes Diskettenlaufwerk, wie ihr alle wisst. Okay, das ist hier so der typische Amiga-Stil. Was können wir hier sehen? Wir sehen, in der Mitte hier sehen wir ein Bild, was sich bewegt. Dann haben wir dieses Sternenfeld im Hintergrund, was sich ebenfalls bewegt. Ja, also jedes Amiga-Programm hat das so eine Art Intro. Und dann fliegt hier ein Sprite noch von neben rein. Und natürlich die Laufschrift. Und auf einem echten Amiga ist das alles auch, das Scrolling ist sehr weich, butterweich und auf diesem Emulator leider nicht so. Und jetzt kann man hier noch sehen, dass hier noch ein grafischer Effekt kommt. Hopefully. Hoffentlich. I take some time. There's sound also. But dieses Demo hat auch Sound. We can't hear it, yes. Aber den können wir jetzt hier nicht hören. Ich habe es nicht angeschlossen, aber ihr könnt mir glauben, da ist auch Sound dabei.
Okay. So you see there is a second scrolling line. Okay, da ist also eine zweite Zeile mit Laufschrift, die hier so eine, also es ist nicht mal gerade, es bewegt sich in so eine Art Sinuswelle hier. Und okay, ich halte das mal an hier. Okay. Remove that, Danny. Okay, ich schiebe das hier mal gerade zur Seite. So, go here. Okay. So let's continue with this. Okay, also machen wir mal hier weiter. Dieses Intro hier, was ihr gerade gesehen habt, das habe ich selber geschrieben. Das war ungefähr 1990, 1991. Ich war damals Mitglied einer Cracker-Gruppe. Also ich war ein böser Junge. Einige von euch vielleicht auch. Und damals war es ganz, ganz wichtig, dass man eben seine Programmierfähigkeiten auf diese Art und Weise unter Beweis stellte, indem man eben ein Intro programmierte, in dem sich alles bewegt hat und viele Farben durcheinander benutzt wurden. Und das war also ganz normal damals. Okay, also schauen wir uns mal die Geschichte des Amiga-Computers an. 1984 war der allererste Chaos Communication Congress. Das hat natürlich erstmal nichts mit dem Amiga zu tun, aber es zeigt euch so ein bisschen, was in diesem Jahrhundert so alles passiert ist. Der erste Amiga ist 1985 veröffentlicht worden. Es war der Amiga 1000. Und es gab dann zwei Nachfolgemodelle, der Amiga 500 und der Amiga 2000. Es war ungefähr derselbe Computer. Der eine hatte ein paar mehr Erweiterungsslots und bot ein paar mehr Möglichkeiten, aber im Grunde war es der gleiche Computer. Viele Jahre später, ungefähr 1990, kam dann der Amiga 3000 und noch etwas später. Die Liste ist nicht komplett, es gibt noch Zwischenmodelle, wie zum Beispiel den Amiga 1200, den hier, glaube ich, einer im Saal hat. Der 1200 ist 1992 veröffentlicht worden und, naja, was ist danach passiert? Ihr wisst das wahrscheinlich, es gab dann zwei berühmte Computerspiele. Ich erwähne die deshalb, weil das in meiner Meinung nach die beiden Computerspiele waren, die so den IBM-PC, die auf dem IBM-PC ungefähr so schnell und so schön liefen wie Amiga-Spiele. Und danach, naja, 1994 ist die Firma Commodore dann musste Bankrott erklären. Und ja, wir wissen es eigentlich nicht ganz genau. Der offizielle Grund ist, sie haben sehr stark investiert in Computer-Hardware und in die Entwicklung von neuer Computer-Hardware. Aber was sie nicht vorhergesehen haben, war, dass andere Hersteller natürlich auch nicht geschlafen haben in dieser Zeit. Das heißt also, in dem Zeitraum von 85 bis 94, das sind 9 Jahre, also sagen wir mal rund 10 Jahre, die anderen Hersteller haben natürlich nicht geschlafen und haben auch ihre Hardware verbessert. Und meiner Meinung nach waren sie einfach zu spät. Und was noch dazu kommt, sie hatten zwei sehr erfolgreiche Modelle, nämlich den C64, den jeder kennt, einer der erfolgreichsten Computer aller Zeiten. Und dann hatten sie den Amiga 500, der ebenfalls sehr erfolgreich war und zumindest das Modell, was sich am besten verkauft hat. Und naja, diese Modelle waren einfach erfolgreich, ohne dass Commodore da eine Menge Marketing betreiben musste. Und naja, irgendwie haben sie das dann verpasst. Und das ist so meiner Meinung nach der Grund, warum Commodore dann irgendwann gestorben ist. Der Amiga selber, ich möchte über die alten Modelle reden, über die Originalmodelle. Und später gab es dann noch den Amiga 1, basierend auf dem Power-PC, und der wird dann unter OS 4 betrieben und die Firma wurde dann ein paar Mal verkauft. Es gab dann einige Firmen, die da involviert waren, und Commodore wurde von einer Firma an die andere weiterverkauft, naja, wie dem auch sei. Also technisch gesehen gibt es die Firma noch. Und die letzte Version von OS 4 wurde, glaube ich, 2014 veröffentlicht. Na gut, hier sind die beiden Hauptmodelle. Das erste ist also hier der Amiga 1000, hier auf der linken Seite ein Desktop-Modell mit einer externen Tastatur. Hier in der Mitte den kleinen Amiga 500, ein Gerät, wo alles in einem war, Tastatur eingebaut, Floppy-Laufwerk eingebaut, die Maus natürlich hier neben. Und ein externes Diskettenlaufwerk konnte man noch anschließen. Und hier rechts das größere Amiga 2000 Modell.
Die Hardware in dem 2000er ist die gleiche wie im Amiga 500, aber wie ihr seht, hatte der einen zweiten Einschub für ein Diskettenlaufwerk und war also ein bisschen besser erweiterbar. Man konnte da einige Erweiterungskarten einbauen. Das ging einfacher als beim 500er. Okay, was waren die Konkurrenten? Der Amiga war natürlich nicht alleine auf dem Markt. Es gab einige andere Modelle. Es ist natürlich keine vollständige Liste, aber das ist das, so die ich am wichtigsten erachte. Es gab die Atari ST-Familie. Es ist nicht ein einzelner Computer, es ist eine ganze Familie von Computern. Der hatte die gleiche CPU, den Motorola 68000er, der auch im Amiga 500 benutzt wurde. Der wurde 1985 ebenfalls veröffentlicht. Dann gab es den Archon Archimedes, ein ziemlich kraftvoller Computer damals, und der hatte einen ARM Version 2 CPU. Jeder hier kennt natürlich heute die ARM CPUs, eine RISC CPU. Dann gab es Apple. Apple hatte viele verschiedene Modelle damals, und das ich am ehesten als vergleichbar zum Amiga ansehe, ist die Macintosh-Serie. Die wurden auch mit dem 68000er Prozessor gebaut, wurden 1985 veröffentlicht. Die waren nicht ganz so erfolgreich wie die anderen Computer, denn, naja, genau wie heute auch, war Apple damals natürlich unglaublich teuer. Die haben ungefähr das Dreifache gekostet von dem, was die anderen Computer zu dem Zeitpunkt gekostet haben. Und dann gab es die Intel-Modelle, also die sogenannten IBM-PCs und kompatible. Es gab den 8088 und den 8086 und dann den 286er. Ich habe die nicht auf der Folie drauf. Hier fange ich mit dem 386er an. Denn der 386er war der erste, der von ungefähr so schnell war wie die 68000er, also der erste, der wirklich vergleichbar war. Das restliche Design ist aber eigentlich ziemlich straightforward. Es gab die CPU, es gab einen Bus, es gab einige Peripheriegeräte, die man da anschließen konnte. Also nichts Besonderes wie in den anderen Modellen. Aber nur um das mal so kurz zu umreißen, was sonst noch so in diesem Jahrhundert passiert ist: Es gab die VGA-Karte, ist 1987 veröffentlicht worden. Es gab das Betriebssystem OS2, was auch ein Multitasking-Betriebssystem war. Es war ungefähr vergleichbar mit dem Betriebssystem, was unter dem der Amiga lief, was ebenfalls ein Multitasking-Betriebssystem war. Es gab eine Reihe von Unixen. Die Unix liste ich hier nicht auf, denn das war normalerweise ein System, was auf einem Mainframe lief, und das konnte sich keiner für zu Hause leisten. Und also ich habe hier auf dieser Liste nur solche Maschinen stehen, die Leute auch wirklich zu Hause hatten. Wir hatten Windows Version 3, 1990 veröffentlicht, die erste Version, die man wirklich als Multitasking-Betriebssystem bezeichnen konnte. Alles bis einschließlich Version 2.1 hatte die anderen Tasks in den Hintergrund geschoben. Linux selber erschien erst 1991, also wir sind noch vor dieser Zeit. Gut, dann Betriebssystemversion. Die Betriebssystemversion des Amigas, die allererste, war natürlich die 1.x-Serie, was mit dem Amiga 1000 zuerst veröffentlicht wurde und auch auf dem 500er und 2000er lief. Auf dem Amiga 1000 musste man das Betriebssystem noch von Diskette hochfahren. Auf den anderen Modellen war das Betriebssystem ins ROM eingebaut, auf einem Chip. Das heißt, man hat den Amiga einfach eingeschaltet und das Betriebssystem war da. Dann gab es Version 2, die ist ungefähr 1990 veröffentlicht worden. Und diese Version gab es nur auf dem Amiga 3000. Sie war aber abwärtskompatibel, das heißt, man konnte einen ROM-Chip in die 2000er Modelle einbauen mit OS 3 drauf. Und dann gibt es die neueren Versionen, die auch heute noch vertrieben werden. Das war die 4.x-Versionen. Ich schreibe hier Non-Commodore, denn das wurde lizenziert an andere Firmen und die haben dann dieses Betriebssystem weiterentwickelt. Und basieren tut das Vierer allerdings auch noch auf der 3.x-Serie. Das war dann auch PowerPC-basiert, das heißt, es ist also dann eine andere CPU-Familie. Es ist aber, das Betriebssystem selber ist aber unabhängig von dem Chipsatz. Der Amiga hatte einen ziemlich kraftvollen Chipsatz eingebaut und das alte Betriebssystem war davon abhängig, aber die neue Version, OS 4.x, war nicht mehr abhängig von einem bestimmten Chipsatz. Das heißt, man konnte das auf vielen verschiedenen Computern zum Laufen bringen. Okay, hier haben wir einige Bücher, die ich gefunden habe auf meinem Dachboden.
Das Wichtigste ist dieses hier. Es ist das Amiga Hardware Reference Manual. Da steht alles drin über die Hardware. Die Hardware war relativ offen, in dem Sinne, man die im Grunde waren die Schaltplatinen waren offengelegt. Natürlich war das alles geschützt im Sinne von Trademarks, aber es war alles dokumentiert. Und in diesem Buch steht alles drin darüber, wie die Hardware funktioniert. Und dann haben wir hier natürlich das 68.000er Mikroprozessor Instruction Manual, das ist auch sehr wichtig. Und das hier ist das Amiga Basic Handbuch. Das lag dem Amiga bei. Also der Amiga kam mit einem Basic Interpreter. Und auch das war sehr gut dokumentiert. Und dann gibt es hier noch eine Reihe anderer Bücher, wie das hier zum Beispiel. Das sind alles deutsche Bücher. Ich selber bin aus Österreich, deshalb sind das deutsche Bücher. Das ist also die Dokumentation der Systemroutinen und der Systemaufrufe des Amigas. Es gab einige hundert Systemroutinen, mit deren Hilfe man zum Beispiel die Grafikchips ansteuern konnte, das User Interface, die Hardware, die Floppy-Laufwerke. Und auch das war sehr, sehr gut dokumentiert. Und natürlich gab es auch eine ganze Reihe Zeitschriften. Ich habe hier eine gefunden, die nennt sich Kickstart. Dann gab es noch das Amiga Magazine. Und naja, wie das mit diesen Zeitschriften halt so war, da wurden immer neue Spiele vorgestellt und Tipps und Tricks für den Amiga. Dann habe ich das hier noch, das Floppy Book. Das war ein ziemlich mieses Buch, so wie dieser Scan hier. Da konnte man lesen, wie man Einsprünge in den Code im ROM macht. Man kann es schlecht sehen, aber das hier ist in der Tat ein Sampler-Listing und da konnte man einige Features der Floppy-Bibliothek ausnutzen und naja, das Problem war immer, es gab eine neue Version, die Adressen änderten sich und dann war das Ganze nicht mehr brauchbar. Gut, schauen wir uns mal die Kernkomponenten an, was in diesem Computer drin steckte. Der Kern war also ein Motorola 68000 Prozessor. Es war mehr oder weniger ein 32-Bit Prozessor in der CISC-Architektur. Es hatte 512 Kilobyte RAM. Man konnte das erweitern auf bis zu 8 Megabyte, ein kleines bisschen mehr, aber es waren ungefähr 8 MB. Das Betriebssystem war ein Preemptive Multitasking Betriebssystem, das heißt also, es gab außer Unix kein anderes Betriebssystem in der PC-Welt, was dieses Preemptive Multitasking beherrschte. Es hatte serielle Schnittstellen, parallele Schnittstellen, mit denen man Drucker, Maus, Joystick und so weiter anschließen konnte. Es hatte ein eingebautes 3,5 Zoll Floppy-Laufwerk und es gab auch einen Erweiterungsslot im 500er Model. Der hatte einen, mit dem man externe Hardware an den Frontside-Bus anschließen konnte. Und es hatte einen analogen und digitalen Videoausgang und natürlich auch Audioausgänge. Also hier gibt es jetzt eine Rückansicht von dem 500er Modell und was man hier sehen kann, ist ein Composite-Video-Ausgang, der im Wesentlichen nutzlos war. Der war nur schwarz und weiß. Hier daneben ist der Videoausgang, da gab es also analog und digital RGB und dann den Anschluss für den Strom, danach Festplatte, Floppy, Audioausgang, Stereo links und rechts und zwei externe Geräte wie Mäuse oder Joysticks. So sah der von hinten aus. Dann haben wir noch ein paar weitere technische Spezifikationen. Die CPU lief bei 7,09379 MHz. Die amerikanischen Modelle waren ein bisschen auf einer anderen Frequenz und man kann sich natürlich fragen, warum gerade so eine komische Frequenz. Das lag daran, dass die an das Videosignal gekoppelt war. Das heißt, das PAL bzw. und die komplette Hardware war auf dieses Videosignal synchronisiert und wir hatten in Europa haben ein Stück weit das PAL-Format und daran hängt diese wunderliche Frequenzzahl. Das komplette Bus-Timing, alles war synchronisiert auf diese Frequenz. Die hatten ein paar speziell angeforderte Chips, die
stuff in hard die also in audio, video and everything audio und Video und so weiter direkt in Hardware implementiert haben, Agnus, Paula und Denise. Es hat auch noch zwei interne Teile, da rede ich nachher drüber, Copper und Blitter. Und im klassischen Design gibt es die CPU, die auf den Bus und auf alles, was darauf angeschlossen ist. Aber wenn man zusätzlichen DMA-Channel hat, dann kann man auch über DMA auf diesen Bus zugreifen, also parallel, nicht nur die CPU. Verschiedene Geräte können auf Bus und Speicher gleichzeitig sozusagen zugreifen. Und DMA wurde also für Audio und Bitplanes und für alle möglichen Features benutzt. Und das bedeutet, man kann mehrere Dinge gleichzeitig machen, ohne die CPU zu benutzen. DMA macht das, nicht die CPU. Und es gab eine Pixelauflösung von bis zu 640x512 auf den europäischen Modellen, mehr oder weniger. Das war mehr oder weniger der Standard. Und 12-Bit Farbtiefe. Das sind 4096 Farben. Das heißt, CGA-Grafikkarte hatte nur 16 Farben, die auch festgelegt waren und die konnte man auch nicht alle gleichzeitig anzeigen. Und hier gab es dann noch 4 Audiokanäle, die alle Interrupt kontrolliert waren. Und dann reden wir mal über Programmiersprachen. Die Hauptprogrammiersprache war C, alles wurde in, also die übliche Software wurde in C programmiert. Na klar, wenn es ums Timing ging, also dann konnte man auch in Assembler programmieren und Amiga Basic wurde auch angeboten, warum auch immer. Es war so ein Stück weit eingebaut, also es war, die Software war gleich mit dabei und dann für Versionen 2 und später gab es dann A-Rex, also Amiga Rex. Das war eine Skriptsprache, von IBM entwickelt wurde, die da implementiert wurde, die man vielleicht mit Visual Basic oder sowas Ähnliches vergleichen kann. Hier kommt so ein üblicher C-Funktion-Header, der sah so aus, Cunningham und Ritchie Programmierstil, C98 Standard, kam ja erst 1998, das war also weit davor. Also schauen wir uns mal die CPU an. Die 86.000 CPU war eine der mächtigsten CPUs damals. Das war einer der Gründe, weswegen die in so vielen Computern mit eingebaut war. Die wurde tatsächlich 79 schon rausgebracht, verglichen mit den anderen CPU, zum Beispiel Intel 8088. Das ist eine 16-Bit-CPU mit einem 8-Bit-Bus. Mit 16-Bit Opcodes, also mit orthogonalem Instruktionen, das heißt, man konnte also jede Instruktionsmodus von einem anderen aus benutzen. Das ist total praktisch für Programmieren, wenn man in Assembler programmieren will zumindest. In C sieht man das natürlich nicht. Hatte 12 verschiedene Adressierungsmoden, Modi, also indirekt, Register, Register und so weiter. Hatte fast 32-Bit ALU. Das heißt, es ist der Teil in der CPU, die die eigentliche Rechnung dann macht. Und ungefähr, weil es nicht perfekt war, aber fast, es hatte 8 Datenregister, 8 Adressregister inklusive dem Stackpointer. Das ist das letzte Register gewesen. Und das hatte natürlich auch Systemstatusregister und hatte sehr ausgefeilte Interrupt-Struktur, 256 verschiedene Interrupts möglich, nicht nur externe Hardware-Interrupts, sondern man konnte eben auch selbst Software-Interrupts definieren und damit konnte man eigene Instruktionen implementieren. Und es hatte so eine Art, oder es sah so aus, als ob es Benutzer- und Supervisor-Mode hatte. Das ist der erste Schritt auf dem Weg zu echten Multibenutzer-Systemen. Das heißt, es gibt also einen eingeschränkten Instruktionsset, User-Mode und eben Supervisor-Mode, wo man dann alles machen darf. Und das ist einer der wichtigen Schritte, wenn man zu echtem Multitasking gehen will. Zum Beispiel im Und dasselbe Konzept wurde auch im 286er dann implementiert. Ich weiß nicht genau in welchem Jahr, aber ungefähr in derselben Zeit. Extern hat es einen 16-Bit-Datenbus. Das heißt, man brauchte immer mindestens 2 Datenbuszyklen, um
ein komplettes 32-Bit-Wort in den Speicher zu laden. Und ein 24-Bit-Adressbus extern, was bedeutet, man hat dann einen kompletten Adressraum von 16 Megabyte. Und hier ist ein Beispiel für so einen üblichen 86.000 Assembler-Code. Sieht aus wie alle anderen Assembler-Codes, ist AT&T-Syntax, also von links und nach rechts zu lesen. Hier gibt es Punkt W, Punkt L, da sieht man die Größe der Operation, also 32-Bit oder 16-Bit breite Operation oder 8-Bit nur. Ja, die Nachfolgemodelle, es gab einige Nachfolgemodelle, also die 86.010 mit virtuellem Speicherunterstützung, das hatte der 86.000 nicht. Was man aber für ein gutes Betriebssystem brauchen würde, dann gab es den 8620, der hatte eine echte 32-Bit ALU und einen externen 32-Bit-Bus und eine Memory Management Unit. Das heißt, das ist für den Amiga-Computer meiner Meinung nach das größte Fehl, das, was am meisten gefehlt hat. Damit konnte man also insbesondere nicht verbieten, dass man auf bestimmte Speicherbereiche nur zugreifen kann. Das heißt, der Kernel konnte den Benutzer nicht darauf einschränken, nur bestimmten Speicherbereich zuzugreifen. Und die originalen Modelle hatten das eben nicht. Und dann gab es noch weitere Modelle. Das ist auch keine vollständige Liste. Das geht weiter. Und so sah das Mainboard aus vom Amiga 500. Was wir hier sehen auf der linken Seite ist die CPU. Mit 64 Pins, das ist ein 68.000 Prozessor und rechts daneben ist die ROM. Das ist tatsächlich eine Erweiterung, die ich gebaut habe. Hier drunter haben wir den dynamischen Arbeitsspeicher, also RAM, 512 Kilobyte. Hier ist dieser Agnes-Chip, einer von diesen zentralen, von diesen speziell dafür angefertigten Chips. Und darüber ist Paula, die hauptsächlich für Audio, DMA und so weiter benutzt wurde. Und hier haben wir Denise. Denise ist verantwortlich für Videoausgabe und Video-DMA. Und dann haben wir hier, was haben wir hier noch? Ah, Gary. Gary ist so eine Art dummer Bus-Controller. Der sorgt dafür, dass die Kommunikation zwischen diesen Chips hinhaut. Und hier sind zwei CIA. Also es ist nicht, was ihr jetzt denkt, sondern das ist ein Complex-Interface-Adapter. Das ist, ist im Prinzip ein angeschlossenes Gerät. Also man konnte da verschiedene Ports anschließen und hatte also quasi einfach die Möglichkeit, externe Geräte anzuschließen, wie man sie an einem Computer braucht. Und das ist die Festplatte. Oben sind die Anschlüsse. Das haben wir vorher schon gesehen, das Bild, wie es dann von hinten aussieht. Das ist eine 2 Megabyte Erweiterungskarte. Also hier unten konnte man Dinge einstecken. Zum Beispiel dieses Ding eben, das ist eine 2 Megabyte interne Arbeitsspeichererweiterung. Genau genommen sind es nur 1,8 Megabyte. Wir sehen gleich warum. Langsames RAM, auch das werden wir sehen. Und das hat etwa 200 Euro gekostet, also vor 35 Jahren für 2 Megabyte. Das ist das Amiga 2000 Modell, das ist mehr oder weniger dasselbe. Hier haben wir den 68.000er Prozessor, daneben den RAM, Gary. Also da ist der RAM. Ja, da bin ich jetzt gar nicht mehr sicher. Einer ist Gary, der andere Denise und Paula, darüber die CIAs. Und dieses Ding da wurde genannt Buster, das hat die Erweiterungskarten kontrolliert, obwohl die unteren sind die Original-Amiga-Erweiterungskarten. Okay, und das funktioniert nicht, ich gehe einfach so mal rüber. Diese hier sind die sogenannten Zorro-Slots, die wurden direkt an den Bus angeschlossen und die Slots hier oben, das sind ISA-Slots, da konnte man also eine Bridge-Karte einbauen und die hatte zum Beispiel nochmal eine eigene CPU an Bord und dann konnte man IBM-kompatible Komponenten da mit anstoßen. Und hier haben wir einen Slot für einen Co-Prozessor, also zum Beispiel für Fließkomma-Berechnungen.
Und hier oben ist ein Anschluss, wo man an die Video-Hardware-Dinge anschließen kann. Da konnte man eine spezielle Videokarte anschließen, die man synchronisieren konnte. Das komplette Amiga-Board mit dem externen Videotaktfrequenz. Und damit konnte man dann Videosignale zusammenmixen. Das ist ein SCSI-Controller. Und hier habe ich jetzt also ein Hardware-Block-Diagramm. So sah das aus. Das ist also mehr oder weniger, wie die Kabel dann auch verlegt waren. Auf der linken Seite die CPU, Datenbus, Adressbus und hier die drei Spezialchips, die über diesen Bus hier unten angeschlossen waren. Und hier unten haben wir die 512 Kilobyte eingebauten RAM und Erweiterungskarten und so weiter. Aber was interessanter ist, ist das funktionale Blockdiagramm. Und hier sieht man, dass auf der linken Seite die CPU ist. Und was wir heute den Frontside-Bus nennen, ist das hier vorne, der CPU-Bus. Und der ist direkt angeschlossen, die zwei CIAs für die seriellen Anschlüsse und so weiter. Und hier ist das ROM, also auf der das Betriebssystem lag. Und oben der Anschluss für die Erweiterungsanschlüsse für externe Hardware. Und hier dazwischen ist eine Logik, die für den Bus zuständig ist. Und auf der rechten Seite sehen wir die Chips, also die speziell angefertigten Chips, Agnes, Paula und Denise. Und was die gemacht haben, war, sie haben tatsächlich zwei Computer in ein Motherboard eingebaut. Das waren zwei komplett getrennte Computer durch diese Buslogik hier in der Mitte. Das waren also Chips, die einen eigenen Bus hatten, die miteinander reden konnten und natürlich auch hier das Chip-RAM zugreifen. Also die Chip konnten auf ihr spezielles RAM zugreifen und es war komplett getrennt von der CPU auf der anderen Seite. Die 68000er CPUs hatten Anschlüsse für externe Buslogik. Das heißt, es war möglich, dass andere Geräte außerhalb auf den Bus zugreifen konnten, was für gerade DMA ja notwendig war. Und wenn die CPU, also die 68000er CPU, jetzt auf den Speicher da drüben zugreifen wollte, dann musste das anfordern auf dieser Buslogik und sagen, hier, ich würde gerne auf den Bus zugreifen. Und die Buslogik konnte dann annehmen oder eben ablehnen. Und das ist, was diesen Rechner so mächtig gemacht hat. Es gab diese speziellen Chips, die in sich schon Computer waren und die mussten nicht auf die CPU warten oder auf sonst irgendwas. Okay, so sah also die Speicherbelegung aus des Amigas. Wir haben insgesamt bis zu 16 Megabyte. Das sind also das, was man mit 24-Bit adressieren kann. Hier oben die niedrigsten Adressen, da haben wir das sogenannte Chip-RAM. Das ist also das, was wir eben gesehen haben. Die neueren Modelle konnten dann die nächsten 512 Kilobyte auch noch adressieren, also bis zu einem MB. Und die noch neueren Modelle konnten dann noch weiter bis auf 2 Megabyte gehen und konnten das, die Chips, also diese Spezialchips, hier noch auf dem Board sind, was ihr auf dem vorherigen Diagramm gesehen habt. Also was auf der rechten Seite war. Dann gibt es hier ein Loch, was 8 Megabyte groß ist. Das war also ein Speicherbereich, der für die Expansionshardware zuständig war. Und wie wir auf dem Diagramm sehen konnten, konnten diese Chips das nicht ansprechen. Da wurden also die Daten von Expansionskarten eingeblendet. Und dann hier, dieser Bereich, ist interne Erweiterungsslot von 256 Kilobyte, kann ich hier gerade noch mal zeigen. Das hier war, das ist der interne Bus der Chips und der Speicherzugriff wurde eben auf diese Art und Weise gemacht und deshalb haben wir hier für diese interne Speichererweiterung hatte eben nur 1,8 anstelle von 2 Megabyte, denn der Rest des Adressbereichs war für was anderes reserviert. Und dann hier hinten an diesem Speicherbereich hatten wir noch 256 Kilobyte für das ROM, wo das Betriebssystem gespeichert war. Und hier war nochmal ein Bereich von 256 Kilobyte, sodass wir da insgesamt 512 Kilobyte haben. Okay, schauen wir uns mal diese Spezialchips an.
es gab ein paar Spezialregister, über die man diese Chips kontrollieren konnte. Und das ging also über Interruptkontrolle und Buskontrolle. Buskontrolle bedeutet also, man kann kontrollieren, wer den Bus zugreifen darf, denn es konnte immer nur ein einziges Gerät auf den Bus zugreifen. Das heißt also, dieser eine Chip hier kontrolliert das. Und was wir hier unten sehen, den Blitter und der Copper, das waren also Spezialprozessoren, die ich jetzt gleich noch erklären werde. Der Bitplane DMA ist also ein Chip, der dafür zuständig war, irgendwas anzuzeigen. Er hatte verschiedene Auflösungen, die er anzeigen konnte. 320 mal 2 mal 6 bis zu, hin zu 640 mal 512, das waren die Standardauflösungen. Man konnte bis zu 6 Bitplanes haben. Die Bitplanes waren dafür verantwortlich, welche Farben angezeigt wurden. Das heißt, die Farben wurden nicht wie heute in einer modernen Grafikkarte direkt gespeichert, sondern man hat also die Bitplane ausgewählt und diese Bitplane hatte ein Farbregister und da drin waren dann die Farben abgelegt. Innerhalb des Farbregisters konnte man dann die Farben frei definieren. Man hatte also 3x4 Bit und da kommen wir auf 12 Bit und damit können wir 4096 verschiedene Farben darstellen. Und es gab einige Spezialmodi, den Dual Playfield Mode, das zeige ich gleich noch. Es hatte das HAM, das Hold and Modify hieß dieser Modus. Mit diesem Modus konnte man alle 4096 Farben zur gleichen Zeit anzeigen. Und das selten benutzte Half Bright Mode, damit konnte man 64 verschiedene Farben gleichzeitig anzeigen. Hier könnt ihr sehen, wie diese Bitplanes funktionieren. Ein Bitplane ist nichts anderes als ein Speicherbereich, der die Bits oder die für ein einziges Bit enthält. Speicher ist natürlich byte-orientiert, nicht bit-orientiert. Das heißt, wir haben hier immer Blöcke von jeweils 8 Bit. Und die Hardware hat dann diese 5 Bitplanes genommen, hat sie übereinander gelegt und hat dann aus jeder Bitplane das eine Bit rausgezogen. Und diese übereinander gelegt ergaben dann die Adresse des Farbregisters und in diesem Register war dann der eigentliche Farbwert abgelegt. Das heißt, was wir hier sehen, ist also nicht die Farbe selber, sondern es ist die Nummer des Registers, unter dem dann die Farbe abgelegt ist. Hier haben wir den Dual Playfield Mode. In diesem Modus kombinierte die Hardware zwei verschiedene Playfields. Das heißt, man hatte also zwei separate Objekte auf dem Bildschirm und die Hardware sorgte dafür, dass die beiden Objekte kombiniert wurden. Das wurde ganz häufig in Spielen benutzt, wenn man da mehrere Sachen gleichzeitig anzeigen wollte. Das heißt, man hatte also ein Playfield, was zum Beispiel alle die beweglichen Objekte waren und ein weiteres, wo der Hintergrund zu sehen war. Und die Hardware kombinierte dann diese beiden und man konnte Bereiche definieren, wo die zweite Bitplane dann durchschimmert, weil die erste Bitplane an dieser Stelle transparent gemacht wurde. Wir hatten auch Sprites. Ich bin nicht sicher, ob jeder weiß, was ein Sprite ist. Ein Sprite ist ein grafisches Objekt, das durch die Hardware auf den Bildschirm hinzugefügt wird. Es wird also nicht durch die CPU irgendwo in das Bild eingerechnet, sondern die Hardware macht das. Es ist also ein kleines Bild, was über das normale Bild drüber gelegt wird, durch die Hardware-Chips. Der Amiga konnte 8 voneinander unabhängige Sprites standardmäßig anzeigen. Jedes Sprite hatte 2 Bitplanes, damit konnte man insgesamt 3 verschiedene Farben benutzen. Man konnte auch 2 verschiedene Sprites zu einem kombinieren, sodass das resultierende Sprite dann bis zu 15 Farben haben konnte. Also eigentlich 16, aber eine Farbe war reserviert für Transparenz. Und man konnte auch die DMA-Kanäle wiederverwenden. Und während der Amiga das Bild anzeigte, wenn man also in dem oberen Bereich des Bildes schon 8 Sprites hatte, konnte man in dem unteren Bereich weitere 8 Sprites benutzen. Und so kam man eben auf 16 Bytes. Und je nachdem, wie man das mit dem Timing hinbekommen hat, konnte man auch 16 oder noch mehr Sprites hinbekommen. Es gab auch eine Kollisionserkennung in Hardware. Das ist also wichtig, gerade für Spiele. Man hat verschiedene Sprites und wenn diese beiden Sprites kollidieren, dann muss irgendwas passieren. Zum Beispiel eine Explosion muss stattfinden oder das Spiel zieht einem Gesundheitspunkte ab. Und die Berechnung dieser Kollision, wann diese zwei Sprites kollidieren, das wurde ebenfalls in der Hardware gemacht. Das heißt also, während der Bildschirm aufgebaut wurde und die Bitplanes kombiniert wurden, verglich die Hardware die Planes miteinander und hat dann erkannt, ob da irgendwo eine Kollision vorliegt. Und wenn ja, gab es dann ein spezielles Register, wo das Programm dann ablesen konnte, ob eine Kollision stattfand oder nicht.
Okay, das war also die wie das eigentliche Display dann aufgebaut wurde. Funktioniert folgendermaßen: Wir haben also bis zu 6 Bitplanes und diese sind auf Speicher abgebildet. Es gibt keine feste Adresse, sondern man legt einfach nur das, was man anzeigen möchte, irgendwo in das Chip Memory und dann gibt man die Adresse dieses Speicherbereichs irgendwo in ein Register und sagt also sozusagen, die Bitplanes liegen da und da und da. Muss also nicht an einer festen Adresse geschehen. Dasselbe gilt auch für die Sprites. Man konnte natürlich die auch an Pixelgrenzen ausrichten, nicht nur an Bitgrenzen sozusagen, nicht nur an Bytegrenzen. Die Videohardware liest dann diese Bits ein, erstellt dann eine Prioritätenliste, legt also fest, welche Bitplane über welche anderen Bitplane angezeigt wird, wählt dann die Farben aus den Farbregistern aus und wählt dann die Farbe aus, die man später tatsächlich auf dem Bildschirm sieht, erkennt dann noch, ob eine Kollision vorliegt. Und ja, so funktioniert das. Copper selber ist einer der wichtigsten Co-Prozessoren. Er ist synchronisiert mit dem Rest. Das heißt, alles ist also auf das Videosignal ausgerichtet. Und das Videosignal kann ihr euch als Elektronenstrahl vorstellen, der also das Bild zeichnet. Und das gesamte System war auf dessen Taktfrequenz synchronisiert. Und Copper war auf diesen Elektronenstrahl synchronisiert. Der wusste also genau, zu welchem Zeitpunkt sich der Elektronenstrahl an welcher Position des Bildschirms befand. Und das ist ganz wichtig für weiche Scrolling und weiche Grafiken. Wenn man das also nicht hat, dann fängt die Grafik an und flackert und man kann das auf manchen Systemen sehen. Es gab 3 Befehle, Wait, Move und Skip. Man konnte also warten, bis der Elektronenstrahl an einer bestimmten Position stand und dann konnte man Move machen, also Daten in ein bestimmtes Register schreiben. Das heißt also, sobald der Strahl an einer bestimmten Stelle stand, konnte man dann Daten an eine bestimmte Stelle schreiben. Zum Beispiel die Adresse eines Sprites und damit hat man dann angefangen, ein neues Sprite zu zeichnen. Und es gab den Skip, die Skip-Instruktion. Damit konnte man sagen, dass wenn der Strahl bereits hinter der Position war, auf die man wartete. Es gab eigene Register, die man modifizieren konnte. Das heißt, es gab eine sogenannte Copper-List, was im Grunde ein eigenes kleines Programm für diesen Copper ist. Und es hatte Priorität auf dem Bus vor den anderen Chips. Das heißt, wenn es also etwas gab, was mit hoher Priorität gezeichnet werden musste, dann hatte der Copper immer Priorität und konnte seine Aufgabe erledigen. Dann gab es den Blitter, was der zweite sehr wichtige Co-Prozessor in diesem Computer ist. Blitter bedeutet Block Image Transfer. Es ist also ein DMA-System, was Bildblöcke von A nach B kopieren konnte. Bildblöcke, das Interessante an Bildblöcken ist, dass es kein linearer Adressbereich ist, denn wenn man einfach ein Stückchen eines Bildes ausschneidet, dann hat man also ein paar Pixel und dann muss man eine Reihe von Pixeln überspringen, bis man in der nächsten Zeile ist. Und das hat der Blitter-Chip gemacht, war also in dem Sinne auch verantwortlich dafür, dass die Grafik sich sehr weich bewegte und Scrolling sehr weich funktionierte. Blitter hatte 3 DMA-Quellen, das heißt, man konnte von 3 verschiedenen Quellen Daten kopieren. Blitter kombinierte das dann auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Das heißt, man konnte auf diese Art und Weise 256 verschiedene Methoden definieren, die Bits von diesen 3 Quellen zu kombinieren und hat das Ganze dann an eine bestimmte Speicherstelle geschrieben, was also der vierte DMA-Kanal war. Zusätzlich gab es noch die Möglichkeit zu shiften und zu masken. Wie ihr wisst, ist ja Speicher byte-orientiert und nicht bit-orientiert, aber wenn man vielleicht etwas nur um einen Bit bewegen möchte, dann muss man eine bestimmte Operation machen, nämlich einen Shift, einen Bit-Shift, und das wurde ebenfalls in der Hardware gemacht. Und maskieren ist also, wenn man bestimmte Bits eines Bytes nicht kopieren will. Es gab noch einen aufsteigenden und absteigenden Modus. Das war wichtig, wenn man sich überlappende Speicherbereiche kopieren wollte. Wenn man das nicht in der richtigen Reihenfolge macht, dann überschreibt man sich seine eigene Quelle und dann erscheint irgendwelcher Müll auf dem Display. Und er konnte auch Bereiche ausfüllen und auch Linien zeichnen. Und das alles in Hardware. Das heißt, es wurde dabei nicht die eigentliche CPU benutzt, sondern das hat alles der Blitter alleine gemacht. Okay, hier ist noch ein interessantes Diagramm. Das hier ist das Bus-Timing. Das sieht ein bisschen wild aus. Ich habe das aus einem Buch rauskopiert. Das, was wir hier sehen, ist das Bus-Timing. Und das hier, das ist eine Fortsetzung von der Zeile hier oben. Das ist also das komplette Bus-Timing einer horizontalen Linie auf dem Bildschirm.
Das heißt, auf dem Bildschirm gibt es aber auch noch einen bestimmten Bereich am Rand, den man nicht sieht. Und was wir hier sehen, sind die Zeitslots einer kompletten horizontalen Linie. Jeder Slot, den wir hier sehen, ist ein Buszyklus, wo jedes Gerät auf den Bus zugreifen konnte. Und das Timing wurde so gestaltet, oder es wurde auf eine Art und Weise gemacht, dass die geraden Zyklen, also was hier zwischen diesen Bereichen liegt, das hier ist ein gerader und das hier und das hier und das hier auch, wurde von der CPU benutzt. Und das wurde so gemacht, weil die 68000er CPU zwei Buszyklen brauchte, um eine Instruktion auszuführen. Und der erste Zyklus wurde dazu benutzt, die Instruktion zu holen. Ein Fetch wurde gemacht und im zweiten Zyklus machte die CPU nichts auf dem Bus, sondern sie hat nur die Instruktion ausgeführt. Und aus diesem Grunde haben sie das also so miteinander verwoben, dass in dem zweiten Zyklus die Hardware, die Spezialchips den Bus zugreifen konnten und die CPU konnte gar nicht sehen, dass da irgendjemand anderes auf dem Bus noch zugreift. Aber wie wir hier sehen konnten, an diesen schwarzen, hier und hier, an diesen schwarzen Bereichen, was wir hier sehen können, da sehen wir die verschiedenen Bitplanes und es gibt und an diesem ganzen Bereich gibt es quasi keine Zyklen für die CPU. Die CPU musste in diesem Bereich warten, bis das Chip-RAM fertig war und mit den Spezialchips fertig war. Und das aus diesem Grund nannte man das Ganze Slow-RAM, also langsames RAM, weil eben die Chips in diesem Bereich den Bus beschlagnahmten, um eben das Display darzustellen und die CPU konnte nicht mehr auf das RAM zugreifen. Und daher langsames RAM im Kontrast zu dem schnellen RAM von 8 MB, auf das die Chips nicht zugreifen konnten. Also daher diese Unterscheidung zwischen langsamem und schnellem RAM. Okay, die Audio-Hardware. Es gab vier unabhängige 8-Bit-Audio-Kanäle, die ungefähr eine Samplerate von 28.000 Hertz hatten. Und damit kamen wir auf eine Audiofrequenz von ungefähr 15 Kilohertz. Und es hatte auch noch Support für Amplitudenmodulation, die man zusätzlich noch tun konnte auf diesen Kanälen. Und man hat also in den einen Audiokanal ein Sample eingefügt und auf den zweiten Audiokanal hat man dann Funktionen festgelegt, die dann auf diesen Sample angewandt wurde und das war dann das, was der zweite Audiokanal ausgegeben hat. Und die CPU konnte dann Interrupt-gesteuert immer eine neue Adresse in das Audioregister füttern. Okay, hier eine Zusammenfassung der Interrupts. Alles wurde über Interrupts kontrolliert und das ist sehr nett, denn die Hardware sagt einem dann, also beziehungsweise die Hardware sagt der CPU, dass irgendwas Bestimmtes gemacht werden muss. Das heißt, die CPU muss also nicht warten, bis irgendwas passiert, sondern sie wird benachrichtigt. Es gibt den sogenannten Vertical Interrupt, das ist also immer, wenn der Elektronenstrahl in der unteren rechten Ecke des Bildschirms angekommen ist, dann wird also ein Interrupt generiert und während der Elektronenstrahl in die obere linke Ecke des Bildschirms zurückfährt, kann die CPU eben Sachen ausführen. In der Bitplane passiert also in dem Fall nichts und das sind ungefähr 4500 CPU-Zyklen und in diesem Zeitbereich konnte die CPU eine Menge Dinge tun. Was ich also euch vorher gezeigt hat, dass die meisten Sachen gingen sehr glatt und sehr weich, denn ein großer Teil der internen Logik wurde während dieses Zeitraums gemacht, wo der Elektronenstrahl eben unsichtbar war. Hier haben wir noch ein paar weitere Interrupte. Wir haben den Copper Interrupt, wir haben den Blitter Interrupt. Wenn also der Blitter mit seiner Aufgabe fertig war, irgendwas kopiert hatte, hat er einen Interrupt ausgelöst. Es gab den Disk Interrupt, das Floppy-Laufwerk war also auch über DMAs gesteuert. Die CIA-Erweiterungsslots haben ebenfalls Interrupts erzeugt, wenn irgendwelche Daten bereit waren zur Abholung und es gab noch eine Reihe von externen Interrupts für die Erweiterungskarten. Und zum Schluss noch ein paar Sachen über die Floppy Disk, was der Standard Massenspeicher für diesen Computer war. Es war ein relativ flexibler Disk Controller, es war also nicht alles in Hardware festgelegt, man konnte diesen Controller programmieren auf verschiedene Art und Weisen. Man konnte bis zu 4 Diskettenlaufwerke an den Amiga anschließen und man konnte auch mehrere Diskettenlaufwerke gleichzeitig ansprechen. Und das war sehr schön für das Kopieren von Disketten. Man konnte also zum Beispiel von einem Laufwerk lesen und auf 2 andere Laufwerke gleichzeitig schreiben. Das Standardformat waren 80 Tracks, doppelseitig, 80 Sektoren und damit kommen wir auf ungefähr 880 Kilobyte. Und weil der Controller so flexibel war, konnte er sogar andere Formate lesen, wie zum Beispiel das IBM-PC-Format,
was damals pro Diskette nur 9 Sektoren hatte. Das Dateisystem war ursprünglich, wurde einfach nur File System genannt. Und später hat man das dann OFS, also Old File System, genannt. Es gab 488 Bytes pro Sektor. Natürlich gab es insgesamt 512 Byte pro Sektor. Aber 24 Byte am Anfang wurden für Fehlerkorrekturen und ähnliche Dinge benutzt. Es war also durchaus so designt, dass ein für Diskettenlaufwerke, die eben, so wie ich das so in Erinnerung behalte, jede dritte Diskette war kaputt und dafür war das eben designt. Später wurde dann das Fast-File-System entwickelt, was hauptsächlich für Festplattenlaufwerke war. Und da hatte man dann 512 Bytes pro Sektor, also etwas mehr Daten, Nutzdaten, die man speichern konnte. Ja, das war eine kurze Einführung in die Hardware des Amigas. Gibt es irgendwelche Fragen? Great, my mic. So, yeah. Am I working? Okay, also funktioniert das hier? Ich habe eine Frage, was die Sprites angeht. Und du hast du gesagt, dass die Hardware Kollisionsdetektion kann. Und zwar wusste man da nur, welche Sprites betroffen waren oder wusste man auch, wer mit wem kollidiert ist? Ja, irgendwo dazwischen. Dieses Verfahren hat 2 Sprites immer kombiniert. Das heißt, man musste programmatisch dann rausfinden, welche beiden Sprites das waren. Und man konnte das rausfinden. Man musste es paarweise rausfinden, welche Sprites miteinander kollidiert waren. So ungefähr lief das. Gibt es Fragen vom Internet? Nein, dann habe ich eine zweite Frage. Und zwar das Wait-Kommando von Copper. Konnte man da nur auf Lines warten, oder? Ja, für ganz bestimmte Positionen des Elektronenstrahls. Man konnte also warten, bis der Elektronenstrahl an einem ganz bestimmten Pixel war. Ja, danke. Ja, ich denke, dann gibt es keine weiteren Fragen mehr. Wir sind auch mehr oder weniger an der Ende unserer Zeit. Also nochmal herzlichen Dank an den Speaker. Es war ein großartiger Talk. Ja, und auch danke von uns. Das war der Talk. Der ultimative Amiga 500 Talk. Genau der. Wenn ihr Feedback habt, könnt ihr uns schreiben auf Twitter. Ihr könnt dazu benutzen, entweder könnt ihr unseren Twitter-Account direkt anschreiben, @c3lingo, oder aber ihr benutzt einfach den Hashtag C3T. Wir freuen uns.